Ja, hallo, willkommen hier bei www.senfberg, liebe Zuschauer, zu einer weiteren Episode von Senfberg unterwegs. Heute hier in Rostock im Fischglashaus der Universität Rostock am Fachbereich Aquakultur Sea Ranching. Und neben mir steht der Leiter des Fachbereichs, das ist der Professor Dr. Harry Palm. Und wir haben hier als Anlass eine sehr interessante Veranstaltung im Rahmen des Projektes Inno Aquatech. Und es treffen sich hier ganz viele Leute, die rund um die Aquaponik beschäftigt sind, sowohl auf Pflanzenseite, auf Fischseite, auf Lebensmittelseite. Also es ist nahezu alles vertreten. Wir haben hier drei sehr spannende Tage gehabt. Und jetzt haben wir noch die Ehre, den Herrn Palm selbst zu fragen. Herr Palm, vielen Dank für die Bereitschaft für das Interview. Wir stehen hier im Fischglashaus und dieses Fischglashaus hat eine besondere Eigenschaft oder gleich mehrere. Es ist eine reine Forschungsanlage, die sogar mit mehreren Kreisläufen arbeitet. Vielleicht können Sie ja dazu ein bisschen was sagen zu der Anlage hier. Also Sie stehen hier im Fischglashaus. Das Fischglashaus ist ein Projekt gewesen, um neue Forschungsergebnisse zu erarbeiten, wie man afrikanische Welse, also Fische, die auch in der Aquakultur kommerziell produziert werden, mit Pflanzen, mit der Pflanzenzucht gemeinsam kombinieren kann. Das nennt man Aquaponik, ist auch, würde ich mal sagen, in vielerlei Munde heutzutage. Und wir bieten halt hier in dieser Forschungsanlage die Möglichkeit, in einem kommerziellen Rahmen tatsächlich zu produzieren. Wir haben also eigene Fische, die wir hier produzieren. Wir produzieren mehrere Tonnen und das Prozesswasser dieser Fische können wir tatsächlich dann auch nutzen wie eine kommerzielle Anlage da draußen, wie ein Betreiber und können dann wissenschaftliche Arbeiten damit machen. Interessant. Und was auch speziell ist, Sie haben hier tatsächlich drei unabhängige Kreisläufe für verschiedene Besatzdichten? Genau. Also wir haben im Grunde genommen nicht eine große Aquakulturanlage, sondern wir haben hier drei Anlagen, die speziell designt sind. Also die müssen unterschiedliche Besatzdichten verkraften können. Also die größte Besatzdichte, sag mal, entspricht so ein bisschen einer kommerziellen Aquakulturanlage. Die kleinste Besatzdichte ist so, was in der Aquaponik in Hinterhöfen, in Backyard-Kultivierungen stattfinden könnte. Und ansonsten sind die allerdings baugleich und sie sind auch so designt, dass wir gleichzeitig auch wissenschaftliche Daten aus unseren Versuchen dann auch erzielen können. Darf ich da konkret nachfragen? Die Besatzdichten, die fingen, glaube ich, an bei 50 genau. Kilogramm pro? Genau, also diese 50 Kilogramm ist die kleinste Anlage, 100 und 200 Kilogramm Fisch pro Kubikmeter Wasservolumen. Allerdings muss man dazu sagen, das betrifft dann einzelne Becken, wobei natürlich das Gesamtfischvolumen in der Anlage dann doch deutlich geringer ist. Ah ja, und noch eine Besonderheit, es gibt dann diese Puffertanks, drei Stück auch. Genau. Ja. Das heißt, das Design dieser Anlage ist, wir haben also diese Fischanlagen und dann haben wir einen sogenannten Wassertransferpunkt. Und an diesem Wassertransferpunkt, dort pumpen wir dann das Prozesswasser hinein und von dort können wir das hier in dieses Gewächshaus, in jede dieser verschiedenen, wir haben sechs verschiedene Gewächshauskammern und in denen können wir dann unterschiedliche Experimente machen. Also es ist praktisch jede Anlage mit jedem Pflanzenpunkt kombinierbar? Richtig, wir können also aus jeder der drei Fischanlagen Prozesswasser in jede von sechs verschiedenen Pflanzen Anlagen hier im Gewächshaus pumpen. Wir können auch das Wasser wieder zurückpumpen und für den Aquaponiker bedeutet das, wir können also gekoppelte Systeme, die also quasi wie ein Kreislauf funktionieren, wo Fischwasser zu der Pflanze und von der Pflanze zurückfließt oder aber auch entkoppelt arbeiten, wo also praktisch das Fischprozesswasser ins Gewächshaus geht, dort aufgedüngt wird oder mit den Pflanzen zur Verfügung gestellt wird und dann anschließend verworfen wird. Das heißt, wir können beide experimentelle Systeme hier darstellen und damit auch arbeiten. Interessant. Und habe ich das richtig mitbekommen, mit Ihnen ist ja praktisch auch die Aquaponik nach Rostock gekommen. Das kann man so sagen, ja. Also ich habe hier damals den Lehrstuhl 2011 übernommen, Lehrstuhl für Aquakultur und wir haben hier einen eigenen Masterstudiengang Aquakultur. Wir bieten jedes Jahr 20 Studierenden das Studium der Aquakultur an und die kommen dann aus dem ganzen Bundesgebiet, studieren bei uns zweieinhalb Jahre
und gehen dann mit dem Master of Aquaculture aus Rostock weg. Und einige dieser Studenten machen dann tatsächlich auch ihre Masterarbeit bei uns hier im Fischglashaus zum Thema Aquaponik. Interessant, sehr interessant. Wir haben jetzt heute, gestern, vorgestern haben wir einige Dinge erfahren, die auch im Zusammenhang mit Forschungsprojekten standen, die hier praktisch gelaufen sind. Und uns interessiert natürlich aus der Fülle heraus, wir wissen, haben jetzt mitbekommen, es sind so viele, dass man die jetzt gar nicht alleine erwähnen kann. Aber vielleicht können Sie ja mal so ein paar Highlights rausgreifen, welche Projekte hier stattgefunden haben, beziehungsweise stattfinden, wie zum Beispiel InnoAquatec, die so ein bisschen zeigen auch, was sie mit der Anlage machen. Also sie waren hier im Rahmen eines dreitägigen Schulungsprogrammes in diesem Projekt InnoAquatec. Und im InnoAquatec-Projekt geht es darum, innovative Aquakulturmethoden weiterzuentwickeln, insbesondere hier im baltischen Raum, im südbaltischen Raum. Und das ist das Projekt. Wir haben also polnische Partner, wir haben dänische Partner zum Beispiel. Und diese Veranstaltung, wir sind in diesem Projekt drin, weil wir die Expertise in der Aquaponik haben und Aquaponik zweifelsohne ein modernes, zukunftsweisendes Aquakulturverfahren letzten Endes ist. Ja. Und wir beschäftigen uns in dem Projekt zum Beispiel auch mit der Schrimp-Aquakultur. Also nicht nur Aquaponik ist Thema, sondern auch eben andere Organismen. Unsere dänischen Kollegen beispielsweise beschäftigen sich mit Algen. Und wir haben jetzt auch im Rahmen dieses Projektes InnoAquatec zum Beispiel Prozesswasser aus der Fischaquakultur dann, das haben wir genutzt und Algen damit versorgt, um letzten Endes die Algen wiederum, dass die Algen dann die Nährstoffe nutzen, was übrigens heutzutage eben auch eine Form der Aquaponik ist. Ja, Algen und was hatten wir noch für Projekte, die unabhängig von InnoAquatec gelaufen sind in der letzten Zeit? Ja, also grundsätzlich unser erstes Projekt war erst einmal, das war die Entstehung dieses Fischglashauses und im Rahmen dieses Projektes wollten wir beweisen, dass man, wenn man in kommerziellen Besatzdichten, also in hohen Fischbesatzdichten mit afrikanischen Wels, Prozesswasser produziert, dass wir mit diesem Prozesswasser tatsächlich auch Pflanzen produzieren kann, und zwar Nutzpflanzen, und dieses Wasser auch hinterher wieder zurückführen können. Und das ist uns auch gelungen. Also wir haben mit der afrikanischen Minze hier gearbeitet und wir sind also in der Lage, die afrikanische Minze tatsächlich marktgängig zu produzieren aus Fischprozesswässern. Das war also quasi das erste große Projekt. Das zweite Projekt, das sind normalerweise dann auch EU-Mittel geförderte Projekte, im Rahmen des EEP Agri-Programmes bei uns in diesem Falle. Das zweite Projekt geht darum, inwieweit man zum Beispiel über das Fischfutter Fischmehl austauschen kann, die Fischfleischqualität erhöhen kann in der Aquakultur und wie das wiederum auch für die Aquaponik nutzbar ist. Das ist ein Thema. Ja, also es sind natürlich dann immer verschiedene Unterprogramme. Hochgradig spannend. Noch zum Abschluss. Wie groß ist die Anlage insgesamt von der Grundfläche her? Also diese gesamte Anlage sind 1000 Quadratmeter, wobei wir 600 Quadratmeter Gewächshausfläche hier haben. Also 500 davon die Kammern, dann haben wir natürlich den Gang und so andere Regionen hier. Dann haben wir 300 Quadratmeter ungefähr Fischproduktion und 100 Quadratmeter, so bummelig, dann auch für diesen Wassertransferpunkt. Dort haben wir auch Futterversorgung und verschiedene Dinge, die wir für die Aquakultur hier benötigen. Prima. Dann, Herr Palm, vielen Dank. Und alles klar. Unseren Zuschauern ebenfalls vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen bei alles Stefan klar. Senfberg. Auf Wiedersehen.